So, dann zusammen und willkommen zum nächsten Teil der Tour nach Sizilien. Eigentlich dieselbe Strecke, wie wir das schon ein paar Mal hatten. Noch richtig hochdotierter Auftrag diesmal. Further ado, let's get the trucks on the road. Fahren Sie geradeaus. Hallo Devi und vielen Dank für deinen Host. Ich bin heute nicht dazu gekommen, irgendwie zu fahren. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, trotz Krankschreibung. Bin auch ein bisschen doof manchmal. Aber das Projekt ist abgeschlossen, Kunde glücklich. Das macht mich auch glücklich. Also haben wir den zweiten Teil der Tour von gestern so gesehen. Habt ihr nichts verpasst?
der Möb, der Vampi. Sei gegrüßt. Und hast dich mit dem Verkehr in Amerika angelegt, ja? Leute erwürgen, ja. Warum? Fahren Sie jetzt so langsam oder was? Lassen keinen Platz zum Rangieren. Der Klassiker eben. Ich weiß nicht, ne? Wenn er links rüber zieht und dann links schleicht, dann überhole ich auch rechts. Alles andere wäre viel zu gefährlich und behindert den Verkehrsfluss. Jetzt gibt er Gas und macht Elefantenrennen. Zweimal erwürgen, ja. Fahren Sie geradeaus. Verstehst dich aber gut mit deiner Vertretung, denke ich mal. Und deswegen weißt du das jetzt wahrscheinlich auch. Es gibt da wieder Gas. Der will mich... Dieser Typ, der hat's auf mich abgesehen, der hat mich auf dem Kieker. Der hat's auf mich abgesehen, jetzt gibt er wieder Gas. Will aber nicht geblitzt werden, so weißt du? Und wenn ich wieder hinter ihm bin, dann bremst er wieder. Naja, ich muss gleich eher auf die linke Spur. Also Mittelspur. Und
mir also richtig, wenn er noch was will, soll er sich hinter mir einordnen. Ansonsten kann er nach Klagenfurt oder was das ist. Salzburg, Innsbruck, was auch immer. Und tschüss. Ja, da fährt er. Das war's. Klar. It's a devil's waiting on the road before. Auch irgendwo einen Totenschädel noch, den ich an meinem Truck festmache. Fuck! Gott sei Dank war frei. Danke, ich bin weiter. Halleluja, preise den Herrn! Hat dann auch geklappt. Dann haust du rein, wa? Und Bella Italia in 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Spaghetti auf den Tisch, komm schon. Endlich wieder Italien, Digga. Ich bin immer gerne in Italien. Ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen. Ich bin übrigens auch noch nicht sicher, ob wir heute diese komische Geschichte um King Washington da spielen werden. Oder ob wir heute in die Piraten-Story abtauchen. Ich denke mal zweiteres. Abgesehen davon, dass es ziemlich gemein war. Okay, ich war auch mega müde. Aber heute habe ich nachmittags ein Schläfchen. Eine Stunde habe ich mir gegönnt für ein Schläfchen. Man gönnt sich ja sonst nichts, wenn man einen Krankenschein hat. Also da, es war schon gemein, auch wenn wir müde waren und nicht mehr so reaktionsfreudig wie sonst, aber ich fand die Story jetzt auch irgendwie ein bisschen strange. Alter. Kommt der Tod aber sehr, sehr schnell angesegelt, mein Freund. Ah, ja. Nicht al dente, abgeschreckt, also kalt, ne, angekühlt schon, also klebrig, wahrscheinlich dann auch noch ohne Olivenöl.
richtige Bolognese-Soße braucht auch 3 Tage, bis sie fertig ist. Ma bene. Zu Spaghetti gibt's schon mal Salat, Pesto und hier Al Carbonara zum Beispiel. Ne? Bei Spaghetti Bolo ist ja sehr beliebt eigentlich. Ne? Ah, von den Amis, okay. Carbonara ist auf jeden Fall geil. Spaghetti Carbonara. Ja, die meisten machen einfach nur eine Tomatensoße mit Jahrtis drin. Das stimmt schon. Aber Cassie macht eine geile Bolo. Cassie liebt ja auch das Kochen. Nehmen wir eine Tablette und dann schauen wir, was geschieht. Ja, dann ist das, was Cassie macht, eher das Original. Halleluja. Das war gut. Und mir war die ganze Zeit so ein bisschen schwummerig und schlecht im Bauch. Weil da Luft drin war. Jetzt gerade mal ein so ein schönes Bäuerchen.
und schon ist alles wieder gut. Bäuerchen hat doch nichts mit der Hose zu tun, Digga. Das ist ja eher dann der Darm und nicht der Magen. Aber mal so richtig schön abfurzen könnte ich auch noch, ne? Das fühlt sich jetzt sogar anbieten, Digga. Ich dachte gerade, jetzt kommt nach der Bronchitis, die jetzt so gerade so ein bisschen im Abklingen ist, kommt jetzt noch Magen-Darm oder was? Beim Bäuerchen ist ein Rülps. Ja gut, ein handfester Bauer dann halt, ne? So einen richtig dicken. Bauer sucht Sau. Oh ja, ich liebe diese Gespräche abends mit dir im Chat. Ausrisse. Und gerade ist noch dazu eine Analfissur. Als wenn vor dem Arsch eine Frau abhängt. Ja, so muss das. Ah, ich hab schon wieder Tränen in den Augen hier. Als Station, ja, es gibt jetzt schon wieder Maute, modernes Raubrittertum hier. Aber warum eigentlich? War doch gerade erst eine Mautstation. Ist doch eigentlich immer noch dieselbe Autobahn. Aber das sehe ich nicht, was der. Mal auf den Balken da. Rüber. Kannst rüber. Er bleibt stehen. Warum fährt der nicht, Digga? Rechts. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Naja. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Manche Menschen. Oder KI. Okay. Na mal allzeit gute Fahrt, ne? Boah, geil. Die hätte ich ja auch mal gerne. Da wäre die Firma saniert. Aber 120.000 habe ich ja gerade. Ist ja schon mal ein Anfang. 12. Gang, lern's doch mal. Ja, im Euro, im American habe ich ein bisschen mehr. Ich habe ja hier jetzt ein ganz neues Profil. In American habe ich auch schon ein paar Fahrer wieder. Aber, ich konnte. Konto ist relativ leer, weil ich sehr, sehr viel am Truck gemacht habe, einen neuen Truck und alles neu aufgerüstet und dann neue Fahrer eingestellt und neue Trucks gekauft für die. Also das Konto ist leer aus Investitionsgründen, nicht weil der Chef nicht mit Geld umgehen kann. Das kommt noch erschwerend hinzu.
Hier fliegen Düsenjäger rum. Ja, du musst ja jetzt nicht jedes Mal deine Trucks neu zusammenstellen. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, deine Flottenkonfiguration aus der Flottenkonfiguration einzuwählen. Du kannst dann immer dasselbe Modell immer und immer wieder kaufen. Ja, ich hab das gut. Es geht ja relativ zügig. Gebremst. Ich habe aber auch den Retarder böse eingestellt. Oh Mann. So fit bin ich immer noch nicht. Wenn ich huste und dann Kopfschmerzen kriege, das sagt eigentlich schon alles aus. Ich will diese scheiß Seuche endlich loswerden. Damn, dog, that's incredible. Gib Stoff, Junge, ich muss auch links rüber. Wie lieb. Schafft dein Truck das normalerweise nicht? Was fährst du? Ach so, du fährst World of Trucks. Dann hast du keine Begrenzung auf 65 Meilen pro Stunde. Das kannst du natürlich in der Konfiguration rausnehmen. Ist ja selber schuld. Es gibt nämlich oftmals Gebiete, wo du mit dem Truck auf 75, 85 fahren darfst. Du dreckiges Stück Mist! Boah.
denk dran, mein Freund, man sieht sich immer zweimal im Leben. Nee, solange du den Geschwindigkeitsbegrenzer in den Optionen aktiviert hast, kannst du den Tempomat natürlich auch nicht höher einstellen. Ja, dafür musst du den Geschwindigkeitsbegrenzer deaktivieren. Tempomat ist dann auch an die Begrenzung gerichtet. Ist bei World of Trucks ja genauso. Was fährst du denn jetzt für eine Maschine? Ja, wie gesagt, du musst ja nur in die allgemeinen Gameplay-Optionen gehen und den Geschwindigkeitsbegrenzer abschalten. Welchen Kenworth denn? Den moderneren oder den großen T800 oder wie der heißt? Oder den W900, den klassischen Hauber? Der ist nicht zwangsläufig installiert. Also in real. Das kommt nur drauf an, wo du anmeldest, wo du hauptsächlich fahren willst. Weil wenn du zum Beispiel durch bestimmte Regionen von Kanada fahren willst, darfst du nur mit Begrenzer das tun. Deswegen hat beispielsweise Mirko ja auch einen. T680, genau. Aber ich habe es halt im Spiel deaktiviert, weil viele amerikanische Trucks haben diese Begrenzer halt auch nicht. Gerade hier Arizona und so, da kannst du ja richtig ballern. Ah, der T680 war lange Zeit mein Lieblingstruck. War mein allererster, in Gelb hatte ich den. Ja. Jetzt fahre ich den Volvo VNL 670 vom Aradeth, die Aradeth Edition aus dem Steam Workshop mit einer 750 PS V8. Das ist auch ein hübsches Ding. Schöner Blockmotor drin. Oh, jetzt macht der Magen wieder so komische Aktionen, ey. Was ist denn los?
Ja, IBA. Boah. Lass mal hier dampfen. In der Umbria. Und es fängt wieder an zu plästern. Jawohl. The cloud has got its rain. There she goes. ASMR, ne? Audiovisuell. Let's dream. Können sich alle bei entspannen. Ja, Fampi, was hältst du davon, wenn wir mal wieder ETS2 oder vielleicht auch ATS von mir aus im Multiplayer mal zippeln. Mach ich mir wieder Multiplayer-Profile so.
komme von Neapel, liegt in der Nähe hier. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Porto, Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Porto Napoli. Schon auf Sizilien und ich denke mal in der letzten Viertelstunde auch gleich bis in Sassini. That should be manageable. Stadt da oben. Nehmen Sie die Ausfahrt. Italien hat so einen unverwechselbaren Charme. Halt viel hügeliges Land und biegen Sie links ab. Die Gebäude dann, die auf den Hügeln stehen und wenn du dich dann über in der Oberstadt befindest, der einzelnen Orte, dann kannst du über auf die Lichter der ganzen Stadt nachts schauen. Biegen Sie rechts ab. Okay, Fampi hatte gerade ein Erlebnis mit einem Bus. Und die Italiener haben auch sehr früh damit begonnen, überall nur warmweißes Licht zu verwenden. Na, auf geht's. Ich dachte, den Bug hätten sie beseitigt. Das war ein Bug. Fahrzeuge plötzlich unvermittelt stehen bleiben. Abbiegung links vor Ihnen. Ich dachte, das hätten sie beseitigt. Biegen Sie links ab.
Ja, das 1.36-Update hat ein paar Probleme mit sich gebracht. Ach, Leroy, gib Gas. Leroy Truckins. Sassari. Im Finale dieser epischen Reise nach Italien. Audio Visual ASMR from the truck. Wiggle Wiggle, Davy. Danke nochmal für deinen Host vorhin. Und sei gegrüßt.
geil. Deswegen mochte ich nicht dieses Dings, sondern das Bright Piano so gerne damals, weil das Grand Piano, das normale klassische, das ist natürlich, wenn du gerade wenn du keine Pedale hast und nur direkt am Synth spielst, das ballert dir natürlich jede Note direkt knallhart in die Fresse, ne? Aber wenn das so richtig schön sanft ist, sanftes Piano, dann noch so ein klein bisschen Hall, aber nicht übertrieben. Ah, geil. Da stehe ich auch megamäßig drauf. Ja, wenn du Bock hast, könntest du mir ja mal die Dingsbums schicken, die URL. Einfach im Discord. Das wäre mal nett. Ich habe zwar immer noch nicht wirklich mit dem Reaper gearbeitet. Aber... ich mache das jetzt die Tage mal. Ich muss mich endlich mal wieder... dran setzen. Ja, ich... muss dann natürlich auch den Kopf dafür frei haben für sowas, weißt du? Tja. Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. In meinem Kopf ist so viel los, das grenzt schon an kosmischem Hintergrundrauschen die ganze Zeit. So viele Gedanken und wenn dann sonst oder bla und Kombinationen. Aber ich habe mir heute tatsächlich mal eine Stunde Schlaf gegönnt. Über den Tag hinweg. Restliche Zeit habe ich dann doch wieder gearbeitet. Aber ich konnte das Projekt jetzt... abschließen, bis auf eine Kleinigkeit, da brauche ich noch die Entwickler für. Weil du, ich trinke im Moment eigentlich gar keine Energy Drinks mehr. Ab und zu mal eine Mate. Ansonsten halt sehr, sehr viel Kaffee, ne? Nein, einen Laster muss mir auch noch bleiben. Ein gutes Tröpfchen kann niemand verwehren. In Ehren. Oder wie, oder was? Ich sollte nur nicht mehr so viel Bier trinken, das bläht immer so auf. Ja, ich muss mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen, mal so richtig. Nicht einfach nur installieren und mal ein paar Minuten gucken, sondern halt wirklich mal damit auseinandersetzen. Warum bremst ihr da vorne denn alle? Unfall da oder was? Ich sehe aber nichts. Ist alles gut da vorne? Ach Leute, ich hab Termine. So schwierig kann das doch gar nicht sein. Du hast doch im Endeffekt virtuelle Geräte, die du miteinander verkabeln kannst, oder? Wobei, du hast ja damals auch nicht mit Reason gearbeitet, oder? Biegen Sie rechts.
Bei Reason war das halt auch so. Du hast halt vorne die Geräte gesehen, da konntest du die Einstellung machen, Samples reinladen oder Instrumente laden oder sowas. Und dann hast du Tab gedrückt und sahst die Geräte von der Rückseite. Und dann konntest du die entsprechend miteinander verkabeln. Laden Sie rechts. Das war halt eine ganz coole Sache. Und das war wirklich so Strippen ziehen zwischen den Geräten. Das war schon ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Nehmen Sie die Ausfahrt. Wird ja so ähnlich sein. Die werden ja jetzt nicht das Rad neu erfinden dafür, ne? Ist nur wahrscheinlich die Art und Weise anders, wie man es einrichtet, aber das Prinzip ist ja dasselbe. Das ist ja vom echten Tonstudio abgekupfert. Ich habe auch einen neuen Gitarrenverstärker-Plugin. Auch mit Effektgeräte und sowas, alles auch als VST. Biegen Sie rechts ab. Und den werde ich dann da auch mal reinballern und dann auch mal wieder ein bisschen Gitarre spielen. Biegen Sie rechts ab. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. So, 3730 Kilometer, richtig ordentlich hier. Kanete und Erfahrung. Zack. Und Level 22,5. Mal sehen, ob es jetzt irgendwas Neues gibt dadurch. Ich mache jetzt hier erstmal zerbrechliche Fracht voll. Zack. Es gibt auf jeden Fall neue Aufrüstteile für die LKW. Mal sehen, was drin ist. Die so rundum leuchten, da bin ich ja eh kein Fan von. Das Ding ist auf jeden Fall cool. Aber da habe ich schon ein cooles. Ja, also noch nicht das, was ich gerne hätte. Ja, so viel dazu. Ein paar Level brauchen wir da noch. Ich muss ja Level 25 dafür werden. Rein theoretisch könnte ich ja dann jetzt schon mal einen Fahrer einstellen, ne? Ach, das mache ich nächste Mal. Jetzt erstmal kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Assassin's Creed. Ich weiß allerdings noch nicht mit welchem Teil. Wird aber auf jeden Fall cool. Bleibt da. Bis gleich.